Die wird uns der größten Veränderung der Menschheit momentan. Die Digitalisierung soll sich mit Mensch, soll Mensch mit Maschine und allen Gerätschaften verbinden. Und in diesem ganzen Tumult, in diesem hybriden Krieg, wo wir von allen Seiten angegriffen werden, von diesen hohen Maßnahmen, Impfen, Testen, Maske, Klima, es gibt ja noch Digitalisierung, Unternehmen und so weiter, nicht vergessen, auf den Schlüssel, der hinter oder überall diesen Ganzen steht, der in Wirklichkeit, meiner Meinung nach, die weltweite Pandemie ist, nämlich die Digitalisierung, das Smartphone, der Mobilfunk, Daten aus der Luft. Die Daten kommen nicht einfach aus der Luft, sondern die werden über Mobilfunksenderanlagen, Türmen, WLAN-Strecken, Handys und so weiter gesendet. Und sie werden durch alle Körper, durch alle Gebäude, durch alle Länder, durch Tiere, Insekten, Vögel durchgesendet. Das sind Mikrowellen. Und jetzt möchte ich, ich habe nicht viel Redezeit, weil das Thema so extrem kompliziert ist. Und deswegen durchschaut es kaum jemand. Aber ich kann Ihnen nur einen Tipp geben, setzt euch damit auseinander. Ich möchte da gerne ganz schnell eine Umfrage starten. Und wer von euch mitmachen will, bitte macht hin und hebt die Hand, okay? Also ich stelle jetzt 5 Fragen. Die erste Frage ist, wer von euch leidet an Schlafstörungen? Schlafstörungen, wach auf in der Nacht immer wieder. Okay, danke. Wer hat Kopfweh oder Gedächtnisstörungen oder Konzentrationsprobleme? Ja, das sind einige. Ja, ja, da gehen die Hände in die Höhe. Wer hat Sehstörungen, trockene Haut, schwarze Punkte, Striche? Ja, auch einige. Frage 4, wer hat innere Unruhe, Herz-Kreislauf-Probleme, Herz-Rasseln? Es geht auch vom vorgegebenen Schlafstörungen. Das sind auch einige. Ich glaube, die Hälfte davon ist mit der Gruppe zu viel. Und dann kommt schon Björn aus. Wir haben Björn auch schon mal erlebt oder kennt in seiner Familie, Freunden, Bekannten, Burnout-Kandidaten, Patienten. Burn sind sehr viele. Ja, das ist nur die alte Wahrheit, weil wir jetzt nicht noch mehr, weil das Burnout noch gar nicht richtig diagnostiziert bekommen hat. Eine der möglichen Ursachen kann dieser Mobilfunk sein. In Österreich ist das Vorreiterland für Mobilfunk ausgewählt in der EU. Zugestimmt durch Christina Moldova und Sebastian Kurz. 2019 wurde in Österreich 5G eingeführt, ohne zu hinterfragen, ob diese 5G-Technologie und auch die WLAN-Technologie, die konform gehen, nicht gesund, also nicht unbedingt. Und darüber wird nicht gesprochen, dennoch wird ausgebaut. Österreich ist auserwählt worden als Versuchsland für 5G. Wir machen laufend Messungen, wir sind ein Zusammenschluss von mehreren Aktivisten oder Aufklärern Mobilfunk österreichweit. Wir machen laufend Messungen. Und in diesen Messungen sehen wir, dass die Exposition sich seit 5 Jahren oder 6 Jahren, ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei, teilweise verhundertfacht hat. Also ein Beispiel, Bahnen, Josefsplatz, vor 5, 6 Jahren oder vor 2016, waren wir sozusagen ca. 10.000 Mikrowatt Exposition, also hochfrequente Mikrowellenstrahlung. Heute sind es über 260.000 Mikrowatt. Es fragt aber die Leute, ob die dort gut schlafen in Baden oder ob es dort bei Laufkandidaten Krebs gibt. Was hat zugenommen in den letzten Jahren? Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs und so weiter und so fort. Ja? Hast du mich gefragt, warum? Dann recherchieren wir mal. So, jetzt möchte ich die Überleitung zum Schluss bringen, weil sonst wird es lange. Das zentrale Thema ist die Digitalisierung. Hören wir, ich habe es von Anfang gesagt. Und Österreich ist das Versuchsland. Die Regierung kümmert sich nicht um eure und unsere Gesundheit. Sie bauen weiter aus. Die Exposition ist in Österreich zum Beispiel 15 Mal höher als in Deutschland. Ja? Also jetzt kann man sich fragen, warum das so ist, in Deutschland genauso, Datenfunk, aber in Österreich ist es viel höher, wesentlich höher. Mobilfunk kämpft auch, man macht gefügig, geschmeidig, man wird gleichgültig, das Sexualdrang wird gedämmt, die Fruchtbarkeit wird gestört. Ja? Da können wir verschiedene Themen ansprechen. Ich kann nur eines sagen,
informiert euch, es gibt Flyer, die liegen da drüben auf, da wo die Fahnen sind, gibt es solche Flyer, Aufklärungsflyer mit interessanten Webseiten. Wenn ihr die Symptome habt, schafft ihr eure Kontinuität, eure Erinnerung, eure Herzkreisler, schaut euch das an. Und ich sage euch, fragt nicht euren schulmedizinischen Arzt, weil die sind leider nicht die Schulen, sondern geht zu Unmediziner, geht zu Therapeuten, Kinesiologinnen, Kinesiologen und so weiter. Schaltet eure Smartphone aus, wenn ihr das Smartphone abdreht, dann gibt es keinen QR-Code für Covid, dann gibt es kein Appen, kein Tracken, kein Überwachen, kein Spionieren und euer Körper wird es euch danken. Und zum Abschluss, wer noch mal sieht unter dieser Mobilfunkstrahlung leidet, das sind die Bäume. Schaut euch die Bäume an in Österreich. 50% in der Höhle, 50% beziehungsweise in den Städten, mehr als 50% sind erkrankt beziehungsweise sterben. Und deshalb werden so viele Bäume gerodet. Österreichweit, in allen Bundesländern. Ich möchte hier behaupten, dass der meisten gerodet, das ist die Aschfinger vom Stinken. Die kannst du bereichen. Aber auf den Autobahnrufen werden Bäume geschnitten, da kommen dann wieder die Tränen. Und das sieht man nicht, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Und die Bäume leiden massiv unter der Mobilfunkstrahlung. Und neue Bäume stören die Mobilfunksender, damit sie nicht, die Strahlung kommt zu wenig weit zu euch, damit sie soll noch tiefer in eure Gebäude, in die Wohnungen eindringen und deswegen schneidet man auch Bäume. Also die Bäume sind ein Indiz für diese Mobilfunkkombination in Österreich. Also beenden wir gemeinsam diesen Unfug, ja, man kann mit normalen Telefonen, es gibt auch Kabeltelefone, es gibt LAN-Kabel fürs Internet, man kann WLAN ausschalten, man kann alles mit Kabel betreiben, es funktioniert wunderbar. Danke, alles Gute, Gesundheit und retten wir Österreich!